Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Und verdammt, mir ist gerade die Aufnahme abgebrochen. Ich habe den ersten schönen Kill geholt, hier in der Mitte. Ich spiele auf jeden Fall heute für euch Hikarim. Und ich habe jetzt aber gesagt, komm, die Aufnahme starte ich nochmal. Ich glaube, das ist in Ordnung, weil es ist noch nicht so übertrieben weit fortgeschritten. Ich habe die Aufnahme gestartet, dann gucke ich auf mein Aufnahmeprogramm und auf einmal sehe ich, sie wurde einfach abgebrochen. Warum zum Teufel? Auf jeden Fall zurück zu League of Legends. Also, es ist ein Community gegen den Rest der Welt Spiel und ich spiele Hikarim mit diesem fantastischen Skin, den es nur zu Halloween damals gab. Ich glaube, also vor 2 Jahren ist er, glaube ich, rausgekommen. Jetzt gab es ihn letztes Jahr auch nochmal. Ich denke mal, den wird es auch immer wieder zu Halloween geben. Ja, ich habe einen tollen Kill hier geholt mit Ghost, mit der E. Und zwar war das so, als ich hier lang gelaufen bin, Azir ist von hier nach hier geflasht, ich hatte ihn aber schon anvisiert und das war so geil, ich hab's fett gefeiert und kommentiert und dann gucke ich, Aufnahme abgebrochen, also ich bin von hier bis hier gesprungen, weil sozusagen, ja, der Gegner war schon anvisiert und damit war es egal, ob er flasht oder nicht, er wäre hier auf jeden Fall nicht mehr weggekommen. Das war ganz cool und dadurch, dass ich eben mehr Movement Speed hatte, hatte ich natürlich in dem Moment auch viel AD und, was ich auch schon erklärt habe, aber ich muss es natürlich jetzt nochmal erklären, ich spiele mit Storm Raiders Surge. Ich werde Hikarim hier ziemlich offensiv bauen. In dem Moment kann ich sehr schnell in kurzer Zeit dem Gegner viel Schaden machen und das ist ja das, wovon diese Keystone Mastery dann auch profitiert. Regenerieren wir erstmal hier ein bisschen Mana. Eigentlich können wir uns den Burschen hier wieder knacken, oder? Oh, 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 okay, nicht. Nee, 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 lass mal. Er ist eigentlich Level 6. Was wohl wissen will? Nee. Lass mal, ich hole mir erstmal die einzelnen Buffs. In 10 Sekunden. Blue Buff. Gleich dann hier nochmal das Rave Camp. Dann der Red Buff. Und dann, ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung, dass das Spiel jetzt so ein bisschen später startet. Aber ich glaube, es ist sogar gar nicht mal so schlecht, denn die Anfangsphase ist ja meistens semi-spannend. Alles, was jetzt passiert, 5 Minuten habt ihr sozusagen nicht gesehen. Ich glaube, das geht klar. Ich glaube, das geht klar. Wenn es gar nicht klar geht, schreibt es mir einfach immer in die Comments. Da werde ich sowas in Zukunft nicht machen. Aber so die ersten 5 Minuten, hey, was soll's. Take it easy. Take it easy. Alles klar, wie sieht's hier aus? Renekton gegen Irea. Der Renekton ist schon 2-mal gestorben, weil er jedes Mal gegankt wurde. Und insgesamt ist es aber ein Champion, der deutlich mehr Power als Irelia. Also eigentlich ein Irelia-Counter. So, was ist mit unserem Miss Fortune los? Es ist jemand aus der Community. Oh, sie hat schon ihr Level 6. Komm schon! Die müssen wir haben! Yes! Yes, yes. Es ist überzogen, dieses Pony. Oh, haben wir auch. Geil. Was? Okay, Thresh hat in Auto-Attack gelandet. Nein, he's dying. Er ist echt noch gestorben, schade. Aber im Endeffekt 2 für 1. Und das ohne Botlane, ohne Miss Fortune. Da haben wir doch alles richtig gemacht. Also gibt's auf jeden Fall einen Good Job. Fuck der Minion, ja. Er hat aber alles richtig gemacht. Das ist ja unser Fox Trash. Ich glaube, der ist ein richtig, richtig geiler Thresh-Spieler. Oh, was haben wir hier? Hätte ich fast übersehen, den Olaf. Ich glaube, den will ich auch gar nicht unbedingt fighten. Level 6 gegen Level 6. Ja, da kommt schon die Axt. Jetzt habe ich mein Level 7, aber er hat auch einen Kill, einen Support. Ich bin, ja, vielleicht ganz, ganz leicht vorne. Geil. Itembild umstrukturiert. Ja, cool, Alter. Wenn sich die Community darauf einstellt, wie AD Kassadin. Really? AD Kassadin? Ernsthaft? Habe ich ja, ich glaube, habe ich noch nie so gesehen. Und vor allen Dingen auch nicht, dass es funktioniert. AD Kassa mit Blade of the Ruined King, der hat aber keine. Oh ja, Renekton. Ja, der hat das hier. Okay, super. Wenn nur unsere Miss Fortune zurückkommt. Puh! Entweder sie kommt zurück und wir rasieren gemeinsam. Oder es wäre natürlich geil, zu viert gegen 5 zu gewinnen. Klappt nicht immer.
Yes, und auch Rannikan kriegt den Kill. Jede Lane dominiert. Ich bin gespannt, was der Thrashikovsky daraus macht. Ja, geil, der macht hier so eine AP-Geschichte draus. Ich werde natürlich auch bei ihm nochmal vorbeikommen. Erstmal shoppe ich, dann bin ich gleich ultra strong. Und dann knacken wir die nochmal. Ich habe alles ready, sollte passen. Warrior am Start. Warrior, dann... Ah, gönnen wir uns einfach mehr AD. Ich will jetzt in der... Das muss jetzt knacken hier in der Botlane. Ich bin langsam auf dem Weg. Ich weiß, auf ihn ist Verlass. Überraschungsmoment mit der Laterne. Das wird funktionieren. Ich bin jetzt... Ich bin gleich da. Ich bin gleich da, Bro. Das war böse. Das war böse. Wir fokussen aber immer noch die richtige, ne? Oh, shitty. Oh, shitty. Ich muss weg. Wie viel Oh ja, Kassadin kommt. Oh, lol. Kassadin ist da. Nein. Komm schon, dann so. Oh, please. Nein, auch das reicht nicht. Oh, Kassa, willst du wissen? Oha. Oha. Und es ist der Kill für die Gegner. Eieiei. Oh, und da sie ist da. Ey, aber leider haben wir auch wirklich alles verballert. Yes. Jetzt muss ich nur wegkommen. Und ich komme weg. Nein, ich komme nicht weg. Aber Ade Kassadin. Do it! Do it! Ja! Good job, ey! Das ist doch so geil! Ich würde mir echt wünschen, dass die Miss Fortune zurückkommt. Dann wäre ich mir ganz, ganz sicher, dass wir das hier rocken. Wenn sie nicht zurückkommt, dann müssen wir mal sehen. Aber bisher ist es ein cooles Spiel. Ist auch wieder mein erstes Spiel des Tages. Wie sollte es anders sein? Dann auch noch dieser kurze Aufnahmeabbruch. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch trotzdem ein paar spannende Aktionen gesehen. Schade, dass ihr nur diese erste Aktion nicht gesehen habt. Das war so geil. Ich bin, wie gesagt, rangerauscht mit der E und hatte ihn schon anvisiert, den Azir. Hier ungefähr. Er flasht hier rüber, aber mein Hikarim springt hier und springt dann natürlich weiter. Ich hatte noch Ghost. Ich war richtig schnell, also von hier bis hier bin ich gesprungen und habe ihn dabei getötet. Das war, muah. Aber ihr könnt euch, denke ich, ungefähr vorstellen, was da gerade passiert ist. Wie sieht es jetzt in der Top hier aus? Auch gut. Thrash, schade. Konnte, aber 3-2-1, aber der konnte nichts. Er muss halt selber farmen, klar. Aber er konnte sich da nichts leisten jetzt mehr. Ah, schön. Rennick mit dem nächsten Kill. Miss Fortune, come on, come back. Ist auf jeden Fall auch, ja, jemand aus der Community. Was auch immer da passiert ist, ey. Die Eltern haben das Internet ausgemacht oder was? Oh, Rennick, der dreht richtig durch. Für mich jetzt Blue Buff, Red Buff und wieder auf jeden Fall... Oh nein! Oh nein, oh nein. Wollen die schon? Wollen sie es schon wissen? Nicht, dass er gedived wird. Gib mir noch ein paar Sekunden, Bro. Kassadin kommt auch schon. Ich bin auch gleich da. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ich zerfetze jetzt den Buff schon mal wesentlich schneller mit Warrior. Wie sie alle da sind. Ich bin auch da. Okay, meine Ulti werde ich hier nicht zünden. Oder? Ah, mal gucken. Okay, dann kümmern wir uns hier noch drum. Wir dominieren sie zu viert. I like it. Puh. Cinderhulk, ja. Doch ziemlich fett, der Bursche. Ich guck doch mal, ob ich seinen Red Buff... Ah, shit. Seinen Blue Buff. Seinen Red Buff. Ist alles nicht so perfekt. Hat er hier nochmal gewardet? Könnte gut sein, ne? Okay. Wie geil. Und...
Oh ja. Oh ja, hallo Wayne. Komm schon. Do it. Yes. Hey Karim, das ist auch so krass. Nicht nur, dass dieser Champion mega schnell ist, mega gefährlich ist, immer auch wirklich useful ist. Er kann auch sehr, sehr. Oh! Er kann auch sehr, sehr schnell den ADC quasi one-shotten. Und dann eben mit Storm Raider Surge. Das hilft. Das hilft extrem. Ja, okay. Sorry, Computer ist kaputt gegangen, bin jetzt am Lappy. Krass. Echt? Computer kaputt? Das ist natürlich böse. Cool, dass er aber trotzdem noch mit am Start kommt, ey. Oder beziehungsweise sie. Okay, was für Schuhe, Junge, was für Ninja Tabby. Auf jeden Fall gönne ich mir jetzt erstmal die Dreierschuhe. Und damit habe ich schon mal 12,38 AD. Das ist nicht übertrieben, aber man merkt es doch schon. Renekton rockt, Miss Fortune ist zurück. Mega cool. Renekton auch mit Blade of the Ruined King? Nee. Wird aber teilweise gerne gespielt, ne? Oh, ich komme schon, Bro. Hahaha. Schöner Damage. Oh, wen haben wir hier für einen Vogel? Genau. Ja, geil. Schön ausgewichen. Alles tutti. Ich habe meine Ulti wieder. Auch die Abklingzeit. 115 Sekunden ist auf jeden Fall okay. Oh, Irelia. Oh. 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 Wir sind zwar auf dem Weg. Und Hikarim hat auch noch eine fantastische AOE-Ulti. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ich würde es trotzdem wollen, ey. Oder? Ich weiß nicht, hier kommt. Jo! Komm schon! Azir! Nein! Untargetable. Die Ulti von Taric. Wie perfekt. Wie perfekt. Und ich heile mich, Bro. Ja, ich heile mich. Komm schon. No. Er flasht da wirklich weg. Also im Endeffekt macht er ja alles richtig. Aber voll geil. 4-1-3. Wir haben zu dritt gegen 5. Wer hat das geschrieben? Renekton, bad idea. Kassadin, bad idea. Ich fand's irgendwie cool, ey. Es war so Disrespect des Todes, einfach zu dritt gegen fünf reingehen. Und ich will jetzt eigentlich meinen Sheen haben, kann ich mir aber noch nicht leisten. Deshalb gibt es ja erstmal Stinger. Stinger ist halt nicht so geil auf Hecarim wie Sheen. Bei Sheen ist das Geile, die E ist tatsächlich ein Auto-Attack. Und dieser Auto-Attack nimmt also sofort den On-Hit-Effekt mit. Und ja, damit habt ihr deutlich mehr Schaden. Nach Trinity Force gibt es wahrscheinlich einen Ghost Blade. Oder nochmal was anderes. Ich hab da eine Idee. Ich hab da eine Idee. Oh! Ah, Hilfe! Wo bin ich denn da reingeraten? Oh, holy, 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 holy. Yo! Thresh, ich danke dir! Wie er meinen Arsch gerettet hat. Oha. Der Tower ist ja nicht mehr existent. Ein halber Auto-Attack. Von mir sogar fast ein Viertel Auto-Attack. Ja, wo ist Rennick? Ah, okay, der ist auch gestorben, aber das passt. Vision Ward hier einfach mal gestellt. Gerade als Miss Fortune nicht da war, dass die Gegner nicht hier zu frech invaden. Aber das passt. Im Zweifelsfall bin ich ja da sogar, ne? Ich weiß noch nicht, wo. Komm! Den müssen wir killen, bevor er. Yes, bevor er untargetable wird.
Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, invulnerable oder ja, auf jeden Fall kann er nicht getötet werden durch die Ulti von Tarik. Es hat wieder gelangt, ey. Und jetzt habe ich auch endlich meinen Sheen. Und wisst ihr was? Ich mache danach den übelsten Todes-On-Hit-Build. Und zwar, es wird natürlich nicht empfohlen, aber danach baue ich einfach einen Static-Sheaf. Das gibt richtig schön Movement-Speed. Das gibt richtig schön... schön Critical Strike Chance. Ein Crit Hekarim. Mir kommen auch geile Ideen gerade. Mir kommen die Ideen. So, der ist tot, der Boy. 20 zu 12. Zucker. Die Wayne würde ich auch klatschen. Ohne Ulti ein bisschen schwieriger. Aber man merkt den Attack Speed von Trinity Force oder beziehungsweise von Stinger. Wirklich hart. Richtig gut. Richtig gut. Zack. Hallo kleiner Olaf, wo bist denn du? Ist dein Red Buff noch da? Den hole ich mir. Tata. Yo. Dieser ganze Wave Clear. Zucker. Und auch in dem Skin sieht es ganz cool aus, weil ja alles brennt. Hup! I save you, bro! Komm schon! Oh, ne. Komm schon! Wenigstens habe ich Kassadin gesaved. Hier ist ein Ward, Dude! Warum? Ich habe ihn gesaved. Er portet sich in den Ward Bag. Ich habe jetzt auf jeden Fall Trinity Force. Yumu's Ghostblade wäre an der Stelle auch noch ganz cool. Aber da es keine Critical Strike Chance gibt, gehen wir mal hier. Ja, hier. Hurricanes, genau. Ja, fangen wir mal an mit ein bisschen Crit. Früher hat Trinity Force auch Critical Strike Chance gegeben. Jetzt nicht mehr. Ist aber auch völlig in Ordnung. Aber ich baue es jetzt trotzdem. 5% Movement Speed, dadurch werde ich sowieso schneller. 30% Crit, das ist cool. Also allein das mit Infinity Edge, das wäre schon böse. Und dann, wenn die eh noch den Crit mit rauszwirbelt. So, jetzt aber, kommt Leute. Einfach mal zusammen hier durchziehen. Ja, Thresh! Ist das geil oder ist das geil? Okay, ist sie schon raus? Kein Ward in Sicht, aha. Ist ja schon spannend hier. Okay, hier ist auch nichts. Ich denke mal, wir können den Drake jetzt schnell machen. Erstmal nehme ich den kurz raus. Gemeinsam mit dem Attack Speed, zack. Zack. Läuft. Sie kommen. Sie kommen. Wie schnell können wir den machen? Holy moly. Wie schnell. Ich würde gerne. Hep. Nice. Und jetzt alles auf die Wayne. Hep. Nein. Wow, ich hab sie in die richtige Richtung gedrückt. Yo, bleib einfach drin. Oh, jetzt invulnerable. Up. Okay, das passt. Den habe ich. Und bumm. Double Kill. Oder nee. War das kein Double Kill? Ah, geil. Drake haben wir. Und dann auch noch der Cloud Drake. Davon profitiert Hekarim ja auch noch am meisten. Also ich muss sagen, mit Storm Raider Surge ist Hekarim. Fühlt sich noch geiler an. Erste Sahne. Ganz genau, Thresh. Da sagst du was. Azir, war der gerade überhaupt da? Oder ist er so schnell explodiert? Was kostet mich jetzt der Spaß, den ich vorhab? 1900. Ich habe 1000, also viel fehlt mir eigentlich nicht mehr. Die Wayne, die ist schon ganz stark eigentlich. Gerade im Late Game darf man niemals eine Wayne unterschätzen, auch wenn man sie komplett Maß genommen hat.
Okay, sie wollen groupen. Groupen und gemeinsam rasieren. Das wird nicht klappen. Das sage ich jetzt mal voraus. Wir haben viel zu viel AOE-Schaden. Obwohl was gefährlich ist, dass der Olaf doch schon sehr tanky ist. Olaf, Tarik, Ireya. Da haben wir nicht ganz so tanky Squad am Start. Oh. Ich bin auch squishy. Das ist gefährlich. Ich will es aber so beibehalten eigentlich. Hep! Hep! Komm! Bumm! Ja. Sie sieht kein Licht. Sie sieht gegen diesen Tomek kein Licht. Und weiter geht's. Ich bin einfach überschnell. Yes, ich bin so überschnell. Hab noch den Tower mitgenommen und die danach noch erwischt. Ja. Oh, und damit habe ich auch genug Gold. Geil. Yo, und den habe ich auch noch gekriegt. Korrekto, ey. Hekarim, AD. Ein bisschen hier on-hit. Das Ganze gleich. Ey, ich hoffe, dass sie jetzt nicht surrendern. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht surrendern. Ich will nämlich nochmal Static. Wenigstens einen Angriff mit Static will ich machen. Bob, Static ist da. Und jetzt könnte ich das Ganze noch durch die Rapid Fire. Aber das werde ich nicht machen. Aber Infinity Edge jetzt eigentlich, oder? Zack, nehmen wir. Nehmen wir. Ich glaube, jetzt kann ich die richtig one-shotten. Oh, 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 oh. Was geht hier ab? Und. Boom. Korrekt. Jetzt will ich die Maus hier one-shotten. Oh, wer kommt denn da? Boom. Boom. Ich weiß auch nicht, wie der Rennington die Wayne besiegt hat, aber... Oh, der Addict Speed, der fühlt sich so gut an. Mit Hikarim pushst du sowieso schon schnell Tower, dank der E. Alter, einfach Disrespect! Einfach Disrespect! Alter! Okay, aber ich hau jetzt trotzdem kurz ab, oder? Oder? Was hat das Team vor? Okay. Ja, und damit haben wir es. Ein schönes, cooles Spiel. Nein, ich habe es fast nur überlebt. Es war ein cooles Spiel. Ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass ihr die ersten 4-5 Minuten nicht gesehen habt. Aber ich glaube, alles, was danach kam, das hat das auf jeden Fall wettgemacht. Ich habe euch ja erklärt, wie ich den ersten Kill bekommen habe. Aber Hekarim. Mua. Einfach nur Zucker. Spielt ihn, genießt ihn. Ich bin raus. Ich bin euer Tomek. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.